Herzlich willkommen zurück, Freunde, hier zur zweiten Staffel von Anno 14.0 für Venedig, sprich zur zweiten Staffel plus dem zweiten Versuch. Mit anderen Worten, willkommen zurück bei Part 11. Ja, wer den letzten Part gesehen hat, der hat gesehen, wie ich da katastrophal versagt habe. Zum einen auch, weil ich da ein bisschen falsch antipiziert habe. Ein bisschen falsch anvisiert habe. Auch an gewisse Dinge vergessen habe, wie zum Beispiel mit Diplomatie-Bullen, dazu kommen wir später noch. Und ja, ich würde sagen, bevor ich groß darum quatsche, legen wir los mit einem neuen Versuch, der hoffentlich diesmal besser fruchten wird. Und, wie könnte es anders sein? Genau. Ein Auftrag von besonderer Wichtigkeit erfordert meine Anwesenheit. Wie ihr seht, ich habe schon mal alles ausgewählt, damit es ein bisschen schneller vorangeht. Die beiden sind klar. Nicht wahr, Lucius? Na los, traut euch! Ja, er gehört irgendwie dazu, der geht gar nicht anders. Und die Baronesse Constanze Zanji, die ist natürlich in Kombination mit Lucius sehr, sehr übel, aber ich will das wagen. Ich habe mich aber wieder daran erinnert, wie schon, ihr habt es selber in Kommentaren erwähnt, dass die beiden halt übel im Duo sind wegen Bündnis und so weiter. Und ja, ich habe mich da irgendwie wieder plötzlich, ich war da irgendwie in der Dusche und dann plötzlich wieder daran erinnert, warum die so übel waren. Beziehungsweise wieso ich so übel Erfahrungen damit hatte. Früher mal. Jetzt zwar immer noch, aber hey, man kann daraus lernen. Fordert mich nur heraus. Ich bin in der Stimmung für Grausamkeiten. Genau, das Schlangensymbol auch nicht schlecht. Gehört er zum Haus des Littering? Die fettigen Haare von Snape hat er schon, aber das Fee sehen wir eher das von Wurmschwanz, also der Peter Pettigrew. Egal. Ja, warum Helena Flores hatten wir schon mal. Der sieht ein bisschen aus wie ich, daher, also, wie meine Spielfigur halt. Deswegen, nee. Nicht so praktisch, der da vielleicht in der dritten Staffel oder so weiter, wenn er irgendwann mal eine Hardcore-Session machen will. Jetzt aber noch nicht. Und die hatten wir das letzte Mal, im letzten Versuch, und ganz ehrlich, sie haben mich ein bisschen enttäuscht, deswegen. Und wenn du eine Dame war und wenn man zwei Herren gegen zwei Damen, man will ja auch ein bisschen, versteht schon, aber nee, komm. Guy Forcas. Ein Auftrag von besonderer Wichtigkeit erfordert meine Anwesenheit. Sieht schon ein bisschen schleimig aus, der Gute, wa? Naja. Gut, ansonsten Korsan stark, friedlich, jo. Ich glaube, ich habe ansonsten alles ein bisschen so gewählt. Was kann natürlich, ich kann auch anders sein, beziehungsweise so gewählt, wie ich es im letzten Mal hatte, im letzten Durchwand. Aber wie bereits erwähnt, machen neue Karten. Ich glaube, die andere hat irgendwie eine 8 vorne dran, also sind wir hier sicher der sicheren Seite. Jo, da ist auch alles, was so war beim letzten Mal. Habe ich sogar vorher nochmal nachgeguckt. Das hier ist neu, weil normal ist mir diesmal doch sehr, sehr wichtig. Natürlich auch irgendwie so etwas, oder beziehungsweise nur Konto und nur Flaggschiff machen. Mein Konto wäre auch übel. Das müsste ich echt mal schwer machen, weil ganz ehrlich, einfach irgendwo auf irgendeiner scheiß Insel starten mit Konto, das ist natürlich dann schon. Puh. Natürlich mit 10.000 Gold noch, aber ich glaube, geht das überhaupt? 10.000 Gold plus nur Konto, willst du denn das machen? Müssen wir sich mal genau überlegen. So, Siebedingungen, genau, das. Da bin ich nicht mehr ganz sicher, ob ich das vorhin auch schon hatte. Wobei, ganz ehrlich, ein Diplomatienkrieg hier das hin. Mit den Monumenten oder so. Und ganz ehrlich, Diplomatie, ich muss eigentlich nur zwei, mit zwei im Bündnis machen. Mit normalen Gegnern sowieso einfach, mit der Baroness kriege ich das vielleicht auch noch hin. Mit Lucius kann ich das Bündnis erzwingen. Ich sag nur Diplomatiebullen. Aber dazu später mehr, wenn es soweit ist. Oder zumindest mal. So, Spiel starten. Mal ganz kurz gucken. Ich regle aber ganz kurz mal die Aufnahme cutten, weil ich hatte gerade vorhin, war schon mal so weit und wollte starten plötzlich irgendwie, weil Arno, sobald das Spiel startet irgendwie auch Arno neu und so, ganz crazy. Und deswegen will ich gleich los mit einer neuen Runde. Seltsam, diesmal ging's. Arno ist sowieso, also vor allem 14.0 für Venedig, aber schon mal erwähnt, das ist ein bisschen seltsam programmiert ist und so weiter und so fort. Aber egal, mit OBS kann ich es einigermaßen aufnehmen, deswegen geht es auch schon los. So, ich habe jetzt relativ viel gequatscht in den ersten paar Minuten. Das wird sich in dieser plus nächsten Folge ein bisschen zurückhaltender gestalten. Und zwar aus dem Grund, wichtig hier, damit nicht das gleiche Desaster passiert wie beim letzten Mal. Ganz, ganz wichtig, damit ich wirklich diesmal erfolgreich bin. Der Anfang, der muss sitzen.
Das ist ganz, ganz wichtig, sonst bin ich hier echt am Arsch. Und das wird sowieso lustig. Also, wenn wir mal sagen, drück mir die Daumen. Es wird heiter. So, also Dinge werden abgeschnitten und so weiter und so fort. Dreck nochmal Spunde machen. Endlos 2. Ich sehe gerade, ich habe da oben die falsche Nummer. Super. 2111. Damit ich weiß, okay, beziehungsweise eigentlich 0. Direkt nach stehender Karte. Und speichern. Nicht abstürzen, Spiel. Dies Schiff wird euch bei der Suche nach einer neuen Heimat dienlich sein. Will man hoffen. Weiß, vielleicht werdet ihr damit eines Tages auch in die Gefilde des Morgenlandes vorstoßen. Die Musik, ey. Ich wünsche euch Glück für euer Vorhaben. Handelt vorausschauend und trefft eure Entscheidungen mit Bedacht. Dann werdet ihr siegreich sein. Ja, aber es ist falsche Musik. Jetzt die falsche Mucke. Ist egal. So, da ist mein Kriegsschiff. Dann soll es bereits mal hier hin. So, so, so. Dann müssen wir noch. Eine Insel wurde ausgemacht. Mir geht es mehr darum, ob die Insel hier überhaupt sowas zu gebrauchen ist. Wir haben ja, sind ja auf alle auf Frieden. Also kann ich eigentlich auch hier direkt mal alles ein bisschen auskundschaften. Strategie, wie bereits zuvor. Ich brauche Orient. Du bist gerade perfekt hier. Sicht. Die Insel ist gar nicht mal so klein. Wie sieht es mit den ganzen Dingen aus? Ich habe Stein, Sohle, Kohle. Kohle natürlich richtig, Eisen. Okay, okay, ich habe Most, ich habe sogar Getreide und Hanf. Dann natürlich auch alles wichtig. Aber irgendwie, weiß nicht, ist irgendwie die Insel für meinen Geschmack gerade persönlich zu klein. Gehen wir ganz kurz hier rüber. Datteln, ne? Natürlich wieder keine Gewürze. Aber es wäre eine Option, die Insel zu nehmen. Wäre eine Option. Oh, hi Lucius. Ein Eiland wurde gesichtet. Okay, da kann keine große Insel sein. Was mache ich überhaupt so? Das wäre auch eine Option. Das wäre eine neutrale Kraft, wäre mal ganz geil. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Das ist irgendwie auch so klein, oder bin ich jetzt? Da treffe ich gerade auf die Korsaren, das wäre ein bisschen doof. Die sieht schon besser aus. Waren sie ja direkt daneben? Ich hätte sogar noch Muscheln. Okay, ihr könnt sogar hier theoretisch noch was. Ich warne dich, Baronesse, ich warne dich. Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Ich will gerade sagen, wo sind die neutralen Kräfte hin? Hä? Hier? Wo? Wenn für unser Wohl gesorgt ist, können wir uns ganz auf neue Entdeckungen konzentrieren. Eben hier hätte ich Gewürze. Das heißt, es klingt gar nicht mal so doof. Soll ich es echt hier wagen? Ich meine, da wird aber. Wobei es die erste Insel, man, was will ich groß, wa? Ich bin hier. Hallo? Ja, auch mit dem Safe selber speichern und so weiter und so fort. Sieht ja gar nicht mal so schlecht. Ich bin eher sogar hier in der Nähe, wa? Ja, der Platz macht mir da ein bisschen Sorgen auf der Insel, aber ich glaube, das könnte ich verkraften. Wir haben neues Land gesichtet. Na, sagen wir erstmal, was die Insel so kann. Ja, komm, komm. Put, 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 put. Ich meine, das ist die Insel größer. Alter, ist die riesig. Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Ist euer Glaube stark genug? Es ist definitiv größer. Das ist schon mal gut. Ich wäre hier in der Nähe, aber ich bin natürlich nicht in der Nähe von... In seiner südlichen Insel natürlich hier oben wäre, aber... Sollten wir uns kennen?
Ich wüsste nicht, dass ich euch schon einmal bei Hofe begegnet wäre. Okay, sie ist schon dran. Scheiße. Das läuft nicht gut. Bin ins Mikro gekommen, sorry. Okay, lassen wir das. Ja, wenn sie den Tuller jetzt Insel schon hat, dann ich werde so schnell auf die Schnelle keine bessere mehr finden. Dann gehe ich. Hallo? Wir können später mal ein bisschen exportieren oder so, wenn ich mal eine Gelegenheit dazu habe. Wir werden es ja sehen. So, dann halt nehmen die beiden Inseln. Wir sind noch unbewohnt. Sehr gut, sehr gut. Ja, der Platz, der wird heikel. Naja. Will ich es direkt hier machen? Ja, wenn natürlich direkt schon rübergehen und hier oben das Wohnquartier und so weiter haben. Nee, komm, nee, die Insel ist zu klein. Scheiße, die ist so klein. Die wäre perfekt von der Größe. Also, was heißt perfekt? Ja, wäre zumindest nicht schlecht, sag's mal so. Sind doch schon die Zeit, um alles. Warte mal ganz, was mache ich überhaupt? Drüben könnte auch noch eine Insel sein. Die ist das Zweitinsel ganz praktisch, aber ansonsten. Wo gehst du jetzt überhaupt hin? Darf ich auch nicht zu viel Zeit verlieren. Das ist ganz wichtig, weil die werden natürlich rasant vorwärts machen. Ist logisch, würde ich natürlich auch. Und vor allem, ich muss so schnell es geht Gewürzen und so weiter haben. Sprich, ich muss eigentlich so schnell es geht für die dritte Stufe. Mit noch ein bisschen Militär haben und so weiter und so fort. Die Rufe venezianischer Gondolieri ertönen aus der Ferne. Die Karten werden neu gemischt. Habe ich den jetzt entdeckt? Land in sich. Ah, hier unten ist der. Sieht auf den ersten Blick auch nicht schlecht aus. Ziemlich längere Insel, wa? Neutralen Kraft da oben. Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Das war irgendwie sowas Längliches, wa? Es gefällt mir nicht, wo das hinführt. So wie es aussieht, finde ich keine passende Insel. Sieht zwar auf den ersten Blick geil aus, aber ja, im Prinzip wie die hier. Baroness natürlich auch ihren Move, ist ganz klar, würde ich auch machen. Ein neues Eiland wurde gesehen. Ja, ich weiß, es wäre natürlich. Oder würde natürlich schneller gehen, wenn ich irgendwie. Ja, wie soll ich sagen? Hm? Genau so. Ne, wenn natürlich irgendwie ein. Die Karte schon aufgedeckt wäre. Die sieht. Genauso klein aus. Leg mir doch am Arsch. Wie sind die alle so klein? Was ist denn das für ein Mist? Ja, wenn es weitergeht, muss ich doch die nehmen. Mir rennt die Zeit davon. Na klar, kann erstmal die ganze Karte aufdecken, aber ja. Sie haben neues Land gesichtet. Dann zeig mal, ich hoffe, die ist jetzt wirklich ein bisschen größer. Sie ist dann nicht mehr so in der Nähe von dort unten, wo ich gerne hin möchte.
Haben natürlich theoretisch viel freie Flächen, aber dann natürlich, ich überlege gerade, weil die hier wären im Prinzip perfekt, um zu kontern, sage ich jetzt mal. Weil wo wollen die mich überraschen, beziehungsweise von wo aus wollen... Ja, was? Hier könnt ihr halt von überall her entlang kommen. Ist auch schon auf dem Weg. Hey, wo sind meine Schiffe hin? Da kommt er auch schon. Ja, leg mich am Arsch. Okay. Was soll's. Nehme ich halt die hier. Natürlich jetzt Kohle habe ich. Stein habe ich auch. Gut, gut, gut. Wo ist die Kohle? Die ist da unten natürlich für die ganze Bearbeitung und so weiter nicht allzu verkehrt. Jetzt... Vielleicht hier hätte ich einen relativ kurzen Weg zu ihm hier drüben für neue Aufträge und so weiter und so fort. Es gefällt mir, wo das hinführt, ganz ehrlich. Weil es ist. Ja, es ist immerhin eine Insel dazwischen. Also im Prinzip müssen sogar beide Inseln für mich beanspruchen. Was natürlich ja, sicher nicht gut ankommt, aber was willst du machen, wa? Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. So, Thumbnail, geklickt. Jo, gut. Dann let's go. Let's go, go. Super, natürlich alles noch erlernt. Toll, jetzt kommt mein Handy, das klingelt. Habe ich jetzt aber leider keine Zeit dafür, deswegen, wer auch immer das ist, sorry. Derjenige, der gerade. Ja, eine Vermutung, wer es gerade ist, der mich anruft. Vor allem freitags sind die Zeit, ja, kann eigentlich nur eine Person sein. Das mal hier hin, dann das kommt da hin. So hin, so, muss das erst reichen. Gut. Dann legen wir direkt mal los. Ich brauche natürlich, weil ich nicht allzu viel habe. Ein bisschen Holz vor der Hütte. Alter, bin ich hier. Aber auch nie gemacht. So schräg irgendwie. Okay. Wird schon gut gehen. Normalerweise bin ich echt eher eigentlich der gerade Typ, aber hier keine Chance. Okay. Das wird lustig. Das wird lustig. Optimieren bitte. Bisschen optimieren bitte. Bisschen optimieren bitte. Bisschen optimieren. Gut. So, dann. Wenn wir dabei sind, hier noch bei zwei Fische. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann, wo wäre die Siedlung? Hier würde ich eher sagen, ungefähr in der Mitte. Sieht relativ vernünftig aus. Moment. Ups. Da war nicht ganz so clever. Nicht mal annähernd. So. Okay, wo war Schlingelim? Genau hier. Gut. Dann das Zentrum. Soll natürlich. Da unten will ich ein bisschen bauen. Gehe ich lieber ein bisschen hoch. Kann hier oben noch ein bisschen ausweiten. Okay, okay. Machen wir es mal. Ja. So, das kennt ihr alle auch schon, wie ich das jeweils gerne ein bisschen handhabe. Die hier, zack, zack, zack. Dann müssen natürlich wie gewohnt die Kosten im Überblick behalten. So. Wo sind meine Schiffe? Meine Schiffe, meine Schiffe. Wir sind sogar schon hier, cool. Dann geht's los. Ich brauche von Anfang natürlich Werkzeuge. Fisch mache ich gerade selber. Jetzt auch auf dem Weg. Ich denke am Anfang vielleicht 5 gar nicht mal so. 5 ist gut. Ein paar mehr gar nicht mal so schlecht. Also, dann kriegen die hier auch noch. Am Anfang viel Holz, das ist klar. Dann. So, damit wäre die Holzzufuhr schon mal gesichert.
Ja, super. Also habe ich das falsche Schiff genommen. Das ist auch schlecht. So. Nachher muss ich relativ schnell hier runter. Ihr seid hier immer gern gesehen. Für den Orion. Wir müssen bloß noch wissen, wo der Orion genau ist, wa? Genau, und so Dinge muss man halt relativ früh machen. Also, was ich das letzte Mal gemacht habe, ist das Fehl. Ich muss es jetzt schon holen. Solange ich jetzt noch ein bisschen Kohle habe, versteht ihr? Gut. Bitte sperren. So, dann ziehen ein. Starschrauber angezogen. Ich hier schon weit gebracht. Wir müssen ein bisschen weiterbringen. Wenn es geht, Leute. Ich gucke mal, wo ich nachher. Dann muss ich eventuell ein Haus abreißen. Ist doch egal. Nicht genügend Baumaterialien. Wie können sie anders sein? Sehr gut. Ja, vielleicht das gleiche oder schließe ich. Hallo? Schließe ich hier schon früher ab? Das ist die große Quizfrage. So, dann hätte ich das mal da. Ist eigentlich alles noch relativ irrelevant. So, ich bin hier natürlich schon hier. Perfekt. Ich könnte hier aber bereits ein bisschen was einkaufen. 20 dürfte reichen. 40 Ruhm. Dann haben wir gar keinen Ruhm hier. Logischerweise. Habe ich schon gekauft? Ich bekomme regelmäßig. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Immerhin auch ein bisschen Ruhm. Was willst du mehr? Was? Der Kaiser könnte sich glücklich schätzen, wären all seine Vasallen so rechtschaffen wie ihr. Ja, das habe ich so an mir. Vor allem meine Vasallen. So, zack, zack. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Dankeschön. Oh, die Kirche kommt gar nicht. Die Kirche, lass mal die Kirche im Dorf. Den Mosthof. Aber, Alter, das wäre jetzt was gewesen, wenn ich gemerkt hätte, oh scheiße, Mosthof. Geht ja gar nicht hier. Nein. Das hätte mich übelst abgefuckt in dem Moment vor allem. Wenn du jetzt merkst, oh scheiße, Mosthof. Nee, geht gar nicht. Da hast du einen Fehler gemacht, Michael. Ja, immer dieser scheiß Michael, lalalala. So. Auch noch ganz kurz weg. So. Perfekt. Habe das auch noch geholt. Bilanz haben wir momentan nicht so im Blick, Leute, weil am Anfang, finde ich, kann man ruhig ins Minus gehen. Das habe ich halt auch in der letzten Folge ein bisschen falsch gemacht. Oder falsch versucht zu machen, sag's mal so. Nicht versucht, ich hab's einfach nicht richtig durchdacht. Ich sag's mal so, ja. Zack. Kann machen. Ihre Siedlung wächst und wächst. So ist auch geplant. Alles andere wäre ein bisschen scheiße. So, dann nehme ich schon auf. So okay, okay. Herrscht ihr eines Tages über eine Metropole? Also, das schon über die sieben Meere. Gut. Sie wollen Moss, sie kriegen Moss. Jetzt wollen sie natürlich auch noch eine Kapelle haben. Das faule Volk. Ich krieg sogar alle rein. Alter, wie geil ist das denn bitte? Jo, perfekt. So, sie werden gleich alles haben. Das heißt, wird schon mal Zeit für den Aufstieg vorzubereiten. Ich hab's jetzt perfekt, das reicht. Aber zumindest, was hat die Baronesse hier? Hey, alte Scharfbürger! Was? Wie so schnell auf Bürger gekommen? Ja, super, gut. Ganz kurz rausschmeißen, sonst gibt es noch mehr Minus. Natürlich jetzt mit dem Fisch und so weiter. Fische, Fisch! Ist mit dem Fisch so krass? Da ist so krass. Dann Bauernhaus, Bauernhaus. Natürlich alles erlaubt, solange es noch im Einzugsbereich ist. So, ist unwahrscheinlich, dass ich hier noch irgendwas bauen werde, weil es nach unten geht, ja, versteht ihr? Nach oben schon realistischer. Gut.
Ja, gucken wir mal den Fischern und so weiter und so fort. Natürlich auch den Most. Ja, kann natürlich ein bisschen was haben, ne? Logisch. Was sind 4 von 4? Gut. Auf Bürger ist die alte Schule schon. Leck mich am Arsch, hätten die so schnell geschafft. Gut, die haben natürlich viel zu lange gebraucht, bis da überhaupt mal irgendwie aus den Potten kam. Wortwörtlich. Bringt sie oben was? Ja, natürlich bringt sie oben was. Wieso fragen ich überhaupt so doof? So, Insel bald schon komplett abgedeckt. Dann natürlich hier auf der Seite noch einen. Perfekt. Und dann habe ich das soweit auch gemacht. Dann wird es Zeit. Ich schlage ein. So, wo ist er jetzt? Super, aber keine Ahnung, wo er ist. Kannst du auch unter Umständen mal. Wow. Bin da kurz geruckelt. Kannst du unter Umständen mal ganz kurz rüber marschieren, aber. Mit Gottes Segen steht uns eine ertragreiche Ernte bevor. Sehr gut. So. Wenn wir es angefangen haben, im ersten Der Part beendet. Sie erwartet schon. Mit diesem Zeichen eurer Ehrerbietung werdet ihr Al-Sahir ohne Zweifel erfreuen. Ich wüsste gerne, wo er ist. Gifurkas ist mein Name. Wenn ich euch behilflich sein kann, lasst es mich wissen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Nee, danke, ist eigentlich schon gut soweit. So, ja. Ich würde sagen, los geht's. Wollt ihr einen gut gemeinten Ratschlag annehmen? Ihr habt ein gutes Händchen bewiesen beim Ausbau eurer Siedlung. Danke, danke. Als Baumeister habt ihr euch diesmal selbst übertroffen. Okay, immer Mühe. So, ich brauch den leider. Alter, das wäre wieder abgeschmiert. Das Spiel macht mich irre, ganz ehrlich. So, jo, Aufstieg. Gut, mal kurz überlegen. Wenn ich irgendwie ins Pausenmenü kann und so etwas in der Art. Für eh nicht viel war. Was passieren würde. Stein mit Hütte. Perfekt da oben. Sehr wunderprächtig. Na ja, super. Ah, klappt sogar. Perfekt. Gut, da. Fünf-Saustall. Er hat eine orientalische Siedlung gegründet. Ja, und da machen wir langsam mal auf die Socken. Ein Scheiße! Hat eine orientalische Siedlung gegründet. Alter, natürlich genau die Insel genommen. Oh, ist das ärgerlich. Vor allem genau er. Oh, Hass. Gut. Ich muss einen Typen finden. Keine Ahnung, wo er ist. Scheiße, da könnte auch besser werden. Egal. Freunde, ich würde sagen, wir haben Bürger, das ist eigentlich alles, was wir eigentlich holten, vor allem den ersten Part. Ich sage vielen, vielen Dank wieder fürs Zusehen, hoffe doch bis zum nächsten Mal und ja, weiter voran, weil das so schnell, wir sind zwar nicht ganz so schnell wie die Baronesse, aber ich glaube, ich bin schon relativ schneller als zuvor und mal gucken, wie lange es dauert, bis wir auf Lucius und die Korsaren treffen. Das könnte lustig werden. Bis dahin, ciao zusammen.